Wenn man vom Kater spricht, kommt er. Und da ist er. Komm leise, geh leise, damit die Katze dich nicht zerreißt. Du hast Wort gehalten. Wasif ist tot und alle, die davon hören, hören von mir. Ich bedauere, dass wir Beshe nicht retten konnten. Er war sehr tapfer. Schon jetzt erzählt man sich in ganz Bagdad von ihm. Mit seinem Tod befreit er mehr als in seinem ganzen Leben. Freiheit hat ihren Preis. Die Frage ist nur, ob wir ihn auch zahlen. Beshe tat es mit Stolz. Ich habe viel zu tun. Ich würde euch Frieden wünschen, aber wir wissen, dass das nicht euer Schicksal ist. Oder meins. Ich fürchte, Ali hat recht. Nichts wird diesen Aufstand jetzt noch aufhalten. Vielleicht ist es besser so. Was er sagt. In der Garnison sahen wir Wasif mit Statthalter Muhammad ibn Tahir streiten. Muhammad? Merkwürdig. Ich werde ihn im Auge behalten. Wir sehen uns später. Ich traue hier niemandem mehr, Chat. Ruhig, Basim. Ich bin da. Nihal, was machst du hier? Wo bin ich? In unserem alten Haus. Basim, mach langsam. Ich darf sie nicht warten lassen. Ist deinen Gefährten eigentlich bewusst, dass ihr Jäger im Schlaf selbst gejagt wird? Wenn er nur im Schlaf käme, könnte ich es ertragen. Aber er folgte mir, als ich aus El Anbar floh. Und nun kommt er auch, wenn ich meine Ziele töte. Wie aus dem Palast. Mit den Masken. 4 tot durch meine Hand. Der letzte... Der Kopf der Schlange schließt sich ihnen bald an. Warum die Kehle durchschneiden, wenn du die Zunge lockern könntest? Was? Wieso sollte ich... Der Djinn schlug nur im Schlaf zu. Er war dir tagsüber nie auf den Fersen, bis du in jene Truhe gegriffen hast. Die Maskenträger schätzten ihren Inhalt sehr. Diesen antiken Gegenstand, der durch deine Berührung erwachte. Leben könnten sie Antworten geben. Ich jage meine Feinde. Ich breche nicht das Brot mit ihnen. Ich habe einen Eid geschworen. Wie kannst du jagen, wenn du gehetzt wirst? Wer ohne Last im Dunkel wandelt, kann dem Licht besser dienen. Ich halte meine Klinge fern vom Fleisch Unschuldiger. Nicht vom Orden der Ältesten. Oh, er ist Bauchredner. Wenn du deine Feinde nicht fragen willst, was in der Truhe war, dann frag deine Freunde. Und warum sie danach suchten. Mitstreiter erwarten mich im Bruderschaftshaus von Harbia. Mach deinen Kopf frei, Basim. Blicke nach vorne. Ja, Twix und Milky Way ist gut. Bin ich dabei. Milky Way ist halt dann richtig für den Moment, wo es richtig süß sein muss. So. Ich wollte eigentlich ins Bruderschaftshaus, um meine Hilfsmittel wieder aufzufüllen. Wo bin ich gelandet? Ganz woanders. Kann die verbessern. Dann hätte ich eine Montur vollständig verbessert. Ich muss zum Schneider. Ach, Capture Card hängt. Hängt nicht mehr. Ist echt der Wurm drin. Ich finde die Untertitel manchmal ein bisschen blöd geteilt. Macht den Kopf. Nächste Einblendung. Frei. Ja, ich dachte mir gerade generell, in dieser Cutscene wird das jetzt hier so ein
so ein Sprüche-Battle. Jeder hat irgendwie eine andere Weisheit ausgegraben. Dann war der andere wieder dran und dann kam wieder der nächste mit einer komischen Weisheit. Ja. Und Basim war kurzzeitig Bauchredner, als er sich so aufgeregt hat. Und vorhin hatte ich auch wieder einen Rechtschreibfehler in einem Untertitel gefunden. Da frage ich mich manchmal, ob das so schwer ist, sowas rauszupatchen. Ich kann ja nicht die Einzige sein, die das bemerkt hat. Es hat doch bestimmt mal jemand gemeldet, oder? Könnt ihr das doch mal korrigieren? Passiert mir auch manchmal, wenn ich mich aufrege, ja. Dann lässt du einfach dein Innerstes sprechen. Schön, dich zu sehen. Schön, dich zu sehen. Zeigst du mir deine Waren? Sieh dir meine Auslage an. Ich spare nie an der Panzerung. Danke. Warum ist sie jetzt wieder weiß? Ja, die ist noch grün. Sicherheit ist die beste Investition. Hast du, was du brauchst? Ich sollte mal weiter. Bis bald. Bei Julia kommt dann auch noch so Qualm aus den Ohren und aus der Nase. Kann ich auch noch meine irgendeine Waffe auf volle Bulle verbessern? Wir sind Altair oder Ezio oder wie auch immer. Wir sind Attentäter. Das habe ich gar nicht so richtig mitbekommen. Wir sind im inneren Zirkel. Das wäre schön, wenn ich das dürfte. Dann würde ich manchen Leuten gerne kurze E-Mails schreiben. Zum Beispiel, dein Ernst? Oder bist du blöd? Oder merkst du selber, oder? Ja. Ich habe manchmal so, wenn ich so richtig böse bin oder genervt oder so, dann schreibe ich manchmal E-Mails. Dann lese ich die mir nochmal durch, bevor ich sie abschicke. Und dann nehme ich nach und nach alle bösen Wörter raus. Und am Ende steht einfach nur hier die Datei. Und vorher stand ein übelster Roman mit: Das ist überhaupt nicht meine Aufgabe. Warum machst du das nicht selber? Und naja. Ich meine, ich muss nach und nach eh alles leveln, von daher. Endgame. Ja, also Owen meinte, hier kommt halt noch ein bisschen was. Also wir werden jetzt hier noch mindestens 4, wenn nicht sogar alle Zacken wahrscheinlich noch was drin haben. Aber rein theoretisch haben wir alle Details für den Kopf des Ordens beisammen. Und ich bin gespannt, ob sich das bewahrheitet, was dann hier drin ist. Also das, was ich gesehen habe, meine ich und so. Ich kann nicht ja jetzt meine. Du das ist Roscha. Spät? Hast du auf mich gewartet? Ich warte auf keinen Mann.
Du siehst müde aus. Ein kleines Abenteuer hilft mir schnell wieder auf die Beine. Gibt es Neuigkeiten? Mali findet, es sei an der Zeit, den Palast anzugreifen. Die Spitzel sind abgelenkt und das Volk gespalten. Inwiefern? Einige behaupten, der neue Kalif hätte den Thron von Abu Abdullah ibn el-Mutawakil gestohlen. Was weißt du über ihn? Wenig. Er war im Palast in der Nacht, als sein Vater... In der Nacht, als ich in diese Truhe griff. Meisterin, konnten wir inzwischen mehr über den Gegenstand darin erfahren? Warum fragst du? Es ist nicht gut, dass wir so wenig über etwas wissen, das dem Orden so wichtig ist. Sollten wir nicht danach streben, den Feind besser zu kennen, um ihn zu besiegen? Sei gegrüßt, Basim. Störe ich gerade? Ja. Nein. Wenden wir uns unserer Arbeit zu. Natürlich. Abu Abdullah. Rivka sagt, du hättest seine Mutter Kabiha getroffen? Ja. Sie könnte an der Spitze des Ordens stehen. Sie oder die Dichterin Arib. Oder Statthalter Muhammad. Alle drei hatten Verbindungen zum Feind. Muhammad ibn Tahir. Seine Vettern verwalten das Land, auf dem sich Alamut befindet. Ihr Schutz ist das Einzige, was unsere Feinde fernhält. Ich schnitt dem Feind die Beine vom Leib, Meisterin. Lass mich zuschlagen, solange die Stümpfe noch bluten. Ich demaskiere ihn und finde heraus, was er will. Basim hat recht. Wir müssen schnell handeln. Gehe zur runden Stadt. Spähe alle drei aus, doch schreite nicht zur Tat. Erstatte mir auf dem Haus des Geheimsiegels Bericht. Und ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, aber der Djinn, den wir da gerade in unserem Traum gesehen haben, hatte schon ein bisschen Ähnlichkeit im Gesicht mit Roshan. Fulad, mein Fundort von Fakten. Mein Ausschank der Antworten. Womit kann ich dir helfen, Basim? Erzähl mir von Arib. Ihre Worte waren für Mitglieder des Ordens nahezu heilig. Eine begnadete Künstlerin und Dichterin. Arib erlangte dank ihrer Kunst die Freiheit. Tabit erzählte mir, sie hätte ein prunkvolles Heim in der runden Stadt. Weitere Fragen? Roshan sucht dort hinten ihre Kontaktlinsen, oder was genau macht sie da? Was weißt du über Kabiha? Sie hatte Verbindungen zur Schatzmeisterin. Kabiha wurde in die Sklaverei geboren und stieg zur Lieblingskonkubine El-Mutawakils auf. Ihr Sohn wurde jedoch nicht Kalif, womit ihre Zukunft unsicher ist. Weitere Fragen? Erzähle mir vom Statthalter. Ich sah, wie er Wasif at-Turki Befehle erteilte. Muhammad ist einer der Tahirian, mächtige Vizekönige der Kalifen in Persien. Er verwaltet ganz Bagdad von seinem Sitz am Gericht aus. Weitere Fragen? Wo kann ich die Verdächtigen finden? Alle drei leben in der glorreichen runden Stadt, dem Machtzentrum des Abbasiden-Kalifats. Weitere Fragen? Weitere Fragen? Schön, dich zu sehen. Wenn du das irgendwie besser machen kannst. Das ist mein Angebot. Ja. Ich brauche 90 Bauteile. War's das? Bemerkenswert. Okay. Meinen größten Dank. Dann... Auf bald. Ich würde Dichterin, sagen, Politiker und Konkubine. Bald werde ich wissen, wer von ihnen die Maske trägt. Wir gehen noch ein bisschen spazieren. Ich gucke noch mal, was ich noch für Trophys offen habe.
Können ja gucken, ob ich noch eine Trophäe machen kann. Alle Aussichtspunkte. Das Problem ist, in der Mitte ist ein Aussichtspunkt, der ist aber bewachtes Gebiet. Da komme ich jetzt nicht so gut ran. Alle 7 Bücher. Hilfsmittel vollständig verbessern kann ich nicht. Da fehlen mir die Bauteile. Wir können das hier mal probieren. Das hier soll gar nicht so einfach sein. Betöte 10 Wachen, während du in der Menge untergetaucht bist. Das sind jetzt alles Trophäen, die ich gar nicht mal mehr so schnell machen kann. Was ist hier schon wieder für ein Bild? Wir holen uns mal die Truhe. Capture-Card hängt. Ich muss ja auch alle Gebiete vollständig erkunden für die Platin. Deswegen muss ich ja eh die Truhen und sowas alles holen. Morgen einen Misthaufen in Katrapul bewachen. Reisende, kommt ihr gerade vom Basar? Vollgepackt mit Waren? So, die Truhe ist zwar sicherlich auch in einem bewachten Gebiet, aber ich denke, das sollten wir jetzt hier hinbekommen. Wir sind ja gerade im Anfangsgebiet. Hier in das Haus rein. Wir haben jetzt gerade. Weiß nicht, wann warst du denn zuletzt da?